Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Mammut Offroad und der Ranger Garage. Mein Name ist Matthias Hoffmann und in diesem Video wollen wir den Ranger, der hier neben mir steht, mal ein bisschen näher vorstellen. Es ist so, dass viele Abonnenten unseres YouTube-Kanals uns doch gebeten haben, nicht nur immer die extremen Umbauten zu verfilmen, sondern auch mal einen Umbau, der im normalen Rahmen ist. Und machen wir gerne. Das heißt, wir haben hier einen Ranger umgebaut auf Kundenwunsch, der eigentlich nur für den Einsatz im Wald gedacht ist. Das heißt, dieses Auto hat kaum Zubehör bekommen, was die Optik verändert, sondern da geht es in erster Linie um die Funktionalität bei dem Auto. Die einzige Ausnahme ist hier diese Scheinwerferumrandung vorne und hinten. Das heißt, diese Scheinwerferumrandung ist rein optisch. Das heißt, die Optik vom Auto wird durch die Umrandungen ein bisschen verändert, sieht ein bisschen bulliger aus, aber einen technischen Nutzen haben diese Scheinwerfer nicht. Diese Scheinwerferumrandungen einfach nicht. Und sieht aber trotzdem ganz gut aus. Ansonsten ist der Umbau in erster Linie dafür gedacht, im Wald unterwegs zu sein. Das heißt, der Kunde ist Jäger und fährt relativ häufig in den Wald damit und dementsprechend sind die Zubehörteile auch gewählt. Also anfangen würden wir mit dem Unterfahrschutz. Wir versuchen das mal ein bisschen auf die Kamera zu bekommen. Das heißt, wir haben von vorne bis hinten einen Aluminium-Unterfahrschutz verbaut an dem Fahrzeug. Was natürlich den Vorteil hat, wenn man im Wald unterwegs ist, man hat Äste, man hat Steine, die man unter Umständen nicht sieht, besonders wenn man durchs hohe Gras fährt, da ist so ein Unterfahrschutz schon eine sinnvolle Sache. Und dann haben wir AT-Reifen verbaut, das heißt in diesem Fall BF Goodrich AT-Reifen auf einer 16 Zoll Stahlfelge. Die 16 Zoll Stahlfelge ist die kleinste Felge, die beim Ranger möglich ist. Und wir haben hier einen 32 Zoll Reifen, was auch die größte Reifengröße ist, die so ohne große Probleme beim TÜV funktioniert. Und der Vorteil ist, durch die kleine Felge, durch den hohen Reifen, haben wir den Vorteil, dass wir im Wald dementsprechend gut unterwegs sind oder allgemein im Gelände. Die Felgen an sich, die sind unkaputtbar, das heißt, sie haben kein Problem mit Dampfstrahler, mit Salz, mit Schnee. Die sind einfach im Prinzip einfache, solide Offroad-Felgen und sehen optisch gesehen auch gar nicht so schlecht aus, für das, dass es eigentlich nur Stahlfelgen sind. Und dann hat das Fahrzeug ein Offroad-Fahrwerk bekommen, ein OME-Fahrwerk mit einer Höherlegung von 50 mm. Natürlich ist es so, dass das Offroad-Fahrwerk im Vergleich zum Serienfahrwerk schon deutlich mehr aushält. Na, das ist deutlich massiver und man kann aber mit dem Serienfahrwerk genauso ins Gelände fahren oder genauso in den Wald, aber irgendwann ist die Haltbarkeit des Fahrwerks einfach erledigt. Und die Höherlegung von 50 mm hat natürlich auch gewisse Vorteile im Gelände oder im Wald. Genau, dann hat das Auto noch einen Hardtop bekommen, das ist ein Alpha Typ E Hardtop, eines der meistverkauftesten Hardtop bei uns und in diesem Fall genutzt für den Hund. Das heißt, der Kunde hat da einen Hund, der ihn da hinten auf die Ladefläche tut, weil wenn der Hund im Wald unterwegs ist, dann will man nicht jetzt unbedingt im Innenraum haben. In dem Fall ganz gut. Diese Hardtops sind allgemein eine sinnvolle Sache, also ein praktisches Extra. Das ist der einzige Nachteil, die Pickup-Optik ist weg. Aber ansonsten ist es eigentlich ein super praktisches Zubehörteil. Haben wir auch genug Videos zu den Hardtops auf unserem YouTube-Kanal, deswegen wollte ich da gar nicht genauer eingehen. Hier sieht man hinten nochmal die Scheinwerferumrandungen. Auf der Rückseite kann man vielleicht sagen, es ist ein kleiner Schutz vor Ästen, wobei das auch sehr weit hergeholt ist. Eigentlich ist es nur Optik. Und genau, das waren so im Großen und Ganzen die Umbauten an dem Fahrzeug. Ist wie gesagt auf Kundenwunsch gemacht worden. Der Kunde möchte den Wald damit und damit ist er schon ganz gut ausgestattet. Viel mehr muss man gar nicht unbedingt machen, damit man mit seinem Ranger vernünftig ins Gelände oder in den Wald fahren zu können. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.